Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Vintage Gaudi. In diesem Video dreht sich auch alles wieder um Polly Pocket. Ich zeige euch in einzelnen Videos all meine Polly Pocket Sammlungen und stelle sie euch einzeln vor. Heute ist dieses Set dran. Dieses Set ist in Pink und vom Jahr 1989. Ebenfalls von der Firma Bluebird. Dieses Set heißt Polly's World. Und wie es von innen ausschaut, seht ihr gleich nach dem Intro. So, öffnen wir doch mal das Set und schauen, wie Polly's World von innen ausschaut. Ihr müsst da nichts drücken, sondern einfach hier oben leicht nach innen drücken und dann öffnet sich das Set schon. Ja, so sieht das Set von innen aus. Wir haben auch hier wieder ein komplettes Set. Wir haben die Polly mit ihren drei Luftballonen. So schaut sie aus. Und wir haben hier diesen Schlitten oder diese Achterbahn, das Achterbahnfahrzeug, das ebenfalls im Set dazu gehört. Somit haben wir hier ein komplettes Set von Polly's World. Ja, wie schaut dieses Set aus? Wir haben hier den Eingangsbereich. Respektive wahrscheinlich die Kasse, damit man den Eintritt bezahlen kann für Polly's World. Wir haben auf dieser Seite hier eine Rutschbahn, wo Polly runterrutschen kann. Dann haben wir hier in der Mitte dargestellt wie ein wunderschöner Park mit zwei Bänken zum wahrscheinlich etwas zwischendurch essen und sich erholen von den ganzen Achterbahnen. Wir haben hier einen Weg, der sich durch Polly's World zieht. Ja, sogar wahrscheinlich ein Abfalleimer. Und ja, wir haben hier quasi eine Snackbar, wo Polly ihren Gästen etwas zu essen anbieten kann. Oder hier haben wir etwas zu trinken. Das ist die Das sollte wahrscheinlich die Kasse sein, die Registrierkasse. Und ja, das ist wahrscheinlich eher der Erholbereich, wenn man müde ist von den ganzen Achterbahnen in Polly's World. Das Ganze ist verbunden mit einer Treppe, die hier hochgeht und auf dieser Seite wieder runtergeht. Ja, und jetzt kommt hier der funny Teil von dem Ganzen. Wir haben einen Teich mit Fischen drin, wahrscheinlich Kois oder so. Und wir haben hier ein Karussell mit ganz süßen Gesichtchen drauf. Wahrscheinlich ja, sieht das aus nach Katzen oder so oder Bärchen oder irgend sowas. Und man kann die Polly da reinsetzen. Diese Wagen sind auch extra dafür konstruiert, dass Polly sich da reinsetzen kann. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon ab mit dem Karussell. Und Polly kann abschweben oder davon schweben im Karussell. Ja, das ist das Karussell zum Polly World. Auch eine coole Idee, finde ich, eben mit diesen zwei Wagen für das Karussell, ganz, ganz süß gemacht. Auch wirklich immer alles sehr detailreich. Das finde ich eben so toll an diesen Polly-Sets, weil ich habe das Gefühl, es ist einfach so mit Liebe gemacht. Liebe zum Detail. Denn man sieht hier unterhalb von diesem Karussell, das schaut aus wie so ein Parkettboden oder ein alter Holzboden. Ja, und das macht das Ganze auch irgendwie sehr speziell. Wir haben hier auf der Seite auch wieder sehr viel Details mit, ich denke mal, das sind sicher Blumen, das sind eine andere Sorte Blumen, vielleicht sogar Rosen, ja, wo das ganze Set einfach auch ein bisschen lebendig macht.
Und der coole Teil an dem Ganzen ist natürlich dieser Wagen, der hier für die Achterbahn gedacht ist. Da das Set ja faltbar ist, haben die Entwickler eine coole Idee gehabt und einfach hier so eine Klappe dran gemacht, die man dann auf und zu machen kann, damit Polly quasi mit ihrem Scooter hier einmal durch ganz Polly World flitzen kann. Ja, und das versuchen wir jetzt auch mal. Auch hier wieder, man sieht, es hat so wie ein Loch drin. Das ist extra gemacht, damit die Füße von Polly quasi drin Platz hat und Polly dann auch wirklich so fest drin sitzt. Und schon geht's los. Polly fährt einmal durch ihr Polly World, über die Rampe durch und wieder hier hoch. Und das Ganze natürlich auch rückwärts. Am besten geht es natürlich, wenn man es flach auf den Boden legt, aber dann seht ihr es nicht so gut. Deshalb halte ich es in der Hand. Ja, das ist eigentlich diese Rollercoaster-Achterbahn von Polly's World. Und was ich jetzt gerade erst auch entdeckt habe, und das ist kein Witz, ich habe es vorher nicht gesehen, hier sieht man quasi noch das Schloss von Polly's World. Und das macht das Ganze auch ein bisschen authentisch. Man sieht hier sogar, das müssen Raketen sein, also Feuerwerk. Hier auf der Seite neben dem Schloss. Das sieht ganz witzig aus. Also wahrscheinlich ist hier gerade so eine Party im Gange mit Polly's World. Und ja, irgendwie verstehe ich zwar nicht, wieso dieses Set nur mit einer Polly kommt, weil ich denke, in einer Polly's World müssten ja eigentlich auch Freunde von ihr dabei sein und quasi den Tag genießen. Aber ja, so ist es nun mal. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht wisst ihr, wieso das nur eine Person, also nur die Polly dabei ist. Aber insgesamt, ich finde es auch wieder ein cooles Set, sehr detailliert, wunderschön gemacht. Und eben, man kann auch viel spielen damit. Man kann sie hier hin im Empfang stellen. Man kann sie hier hinten zum Beispiel bei der Essensausgabe stellen oder einfach da, wo sie Fun hat oder wo sie Spaß hat und rumflitzen kann oder halt eben mit ihrem Schlitten quasi durch ganz Polly World flitzen kann. Ja, das ist es eigentlich auch schon eben, wie gesagt, sehr cool gemacht, auch wieder mit einem tollen Karussell. Diese Idee hier mit der Brücke für den Schlitten, der Achterbahn, das ist alles wirklich sehr, sehr schön gemacht. Schreibt es mir doch unten in die Kommentare, habt ihr auch dieses Set? Hattet ihr das schon als Kind? Und wie findet ihr es? Ich finde es wirklich ganz toll. Ich spiele jetzt nicht wirklich mit diesen Sets, sondern jetzt einfach für die Videos. Ich habe sie bei mir in der Vitrine ausgestellt. Aber ich finde es doch einfach faszinierend, was man sich dazumals 1989 alles ausgedacht hat, um quasi ein Spielzeug kompakt zu gestalten, mit so viel Liebe zum Detail, dass auch wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da für weitere Polly Pockets Videos und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!